I'd like to introduce T-Bone Walk, my bass player that co-produced my album along with Dave Stewart of the Eurythmics, and he's now demonstrating his amazing ability to play the bass line of Dreamtime. Also das ist der Bassist von Daryl Hall, der hat auch mit ihm zusammen das Album produziert und zusammen mit Dave Stewart natürlich. Und der führt jetzt also gerade vor, was hier bassmäßig abgeht. Ich finde das eigentlich toll. I like this. I guess this is the instrument I would like to play. Das würde ich gerne spielen hier. Das geht gut ab. Also, did I do that with the bass? Vielleicht. I hope it's the bass that did this, ja, not you, schon. Personally. Das war mit Sicherheit der Bass. Also das ist ja vielleicht doch nicht ganz so richtig. Oh man, I think it's time to do this right now, okay? Ja, should we do this, make it perfect? Ja, yeah, okay. I think so. Also ich glaube auch, dass es jetzt mal Zeit wird für was Perfektes, so was Richtiges, was auch funktioniert. Zum Beispiel sein Video. Hier ist Daryl Hall und Dreamtime. Out of your new album, Three Hearts and a Happy Ending Mashing. I mean, it's a very strange title for an LP. How comes, the three hearts? Well, three is a little more dangerous number than two. Mm-hmm. When you have two hearts, everything is nice and calm. Three represents a little more tension, you know. Also, ich fand den Titel seiner LP etwas merkwürdig. Three Hearts and a Happy Ending Mashing. Und er sagt, ja, also das mit drei Herzen, das wäre ein bisschen gefährlicher als mit zwei. Weil mit zwei Herzen ist es immer alles so klar gegliedert und da geht es auch immer gut aus. Und mit drei, da wird schon ein bisschen mehr interessant. What is your favorite song on that LP? I don't know if I have a favorite. Dreamtime is one of my favorites. What's going to happen to us is a song that's very... It means a lot personally to me, so I guess that might be a favorite. Mm-hmm. Also sein Lieblingslied auf der LP ist mit Sicherheit Dreamtime, aber auch What's Gonna Happening to Us. Das gefällt ihm auch sehr gut, weil er sagt, da steckt sehr viel von ihm selbst auch drin. What are you doing if you're not working on LP? I mean, if you're not working in music? I'm always working. I don't know. No, that's not true. Yes, it is true. You don't do any sports? Nothing? No. Yeah, sports. Yeah, I look like I do sports. I don't know. I'm working all the time. Mm-hmm. For 5 years now, I've really not had a holiday at all. So I'm anxious to find out what it is I'll be doing if I have some time off. Aha. Also ich habe ihn gefragt, was er denn macht, wenn er nicht gerade mit seiner Musik zu tun hat. Und er sagt, er hat immer mit seiner Musik zu tun. Er arbeitet seit 5 Jahren toujours. Und hat er auch überhaupt keine Interessen, Sport zu machen. Und er weiß eigentlich auch gar nicht mehr, was Freizeit heißt. Er war auch seitdem nicht mehr in Urlaub. So thanks a lot, Daryl. I mean, that's a hard life, only doing music. Yeah, it's very one-dimensional, but it's fun. Mm-hmm. Also es wäre zwar sehr eindimensional, aber es gefällt ihm sehr gut. Wir kommen jetzt zu den Top 10 aus Deutschland.